dürfen sich zurücklehnen, denn wir blicken zurück auf die vergangene Woche beim 1. FC Saarbrücken. Die erste unter Neutrainer Milan Šašić. Das hieß Eingewöhnung für ihn und Umgewöhnung für die Spieler, denn Milan Šašić hat nicht nur Frank Grundhefer festgestellt, ist ein ganz besonderer Typ. Gestenreich. Durchblick. Šašićs Pressekonferenzen sind Erlebnisse. Und er hat schon einiges mitgemacht in seiner ersten Woche. Raum für Jammern haben wir nicht. Wir haben wichtigere Aufgaben als Jammern. Milan Šašić nimmt seine Sache ernst. Und Achtung, negativ besetzte Wörter sind nicht erlaubt. Schwierigkeit über Unsicherheit, über Angst oder so, das gehört nicht zu uns. In gar keiner Phase. Ich kann das, verstehen Sie, das, ich habe die Tage hier erlebt und ich merke nur eine, dass ich merke die gesunde Strömungen im Luft, gesunde Umgang merke ich und so. Und das ist das, was ich sehe. Alles andere habe ich nie gehört, was haben Sie gesagt. Den Blick der Spieler freiräumen, alles positiv. Sonntag sind seine Jungs gefordert. 100%ige Konzentration, da ist absolute taktische Disziplin, da ist Leidenschaft und für die Sache, da sind Emotionen drin, über 90 Minuten. Das ist diese gesunde Aggressivität drin, was wird in diesem Spiel sehr gefragt. Sein Plan von Fußball steht, mitziehen empfehlenswert. Wen wie anpacken und den richtigen Draht zu den Fans finden. Das ist ihm wichtig. Pokalsieg in Bierbach und neue Werte sammeln auf allen Ebenen. Laktattest. Nichts bleibt ungeprüft. Gestenreich. Den Durchblick braucht er. Milan Šašić, alles neu. Unter ihm auch der Humor. Hoffentlich vergeht ihm der nicht zu schnell beim FCS. Morgen können die Spieler durch einen Auswärtssieg in Dortmund für weiterhin gute Laune des Trainers sorgen. Wir sorgen